Ja, das war so vor 3 Jahren, im späten Frühling. Da habe ich gemerkt, dass ich im Hals irgendwie, ich dachte, ein Knötchen oder irgendwas hatte, vielleicht durch eine kleinere Verletzung gebildet hat. Ich hatte jedenfalls ein bisschen Schluckbeschwerden. Und das ging aber nicht weg. Ja, das wurde dann mit der Zeit immer mehr. Ich habe dann immer mal eine Schmerztablette genommen, weil das auch dann schmerzhaft war. Aber ich habe das eben unterdrückt und es ging ja nicht, zum Arzt zu gehen. Das war mir alles so ein bisschen. Ich habe eben gehofft, es geht wieder weg. Und das ging aber nicht. Ja. Bis ich dann im Juni vor 3 Jahren Blut im Mund hatte eines Morgens. Und da bin ich dann zum Hausarzt. Und der Hausarzt hat mich hier ins Klinikum Bad Salzungen überwiesen, zum Facharzt, also HNO-Arzt. Und er hat das auch gleich bei seiner ersten Untersuchung festgestellt, dass da ein Tumor im Halsbereich, also ein Plattenepithelkarzinom ist im Rachenbereich, was dann ziemlich schnell operativ entfernt werden musste, sollte. Und ich hatte das dann auch auf Bildern gesehen, das sah ja eben unschön aus und eklig eben. Und so bin ich dann hierher gekommen, zum Herrn Professor Jäger auf Station. Und bin dann im Juli operiert worden. Da war ich circa 2 Wochen hier auf Station. Dabei wurde das Karzinom entfernt und auch die Lymphknoten am Hals hier. Und nach der Operation, also nach meinem stationären Aufenthalt, war ich 3 Wochen zur Reha auch hier in Bad Salzungen im Haus am See. Und habe da in dieser Zeit, also wieder das ging atmen und Schlucken wieder, was heißt lernen, eben, dass das wieder funktioniert hat. Zum Ende der 3 Wochen konnte ich wieder normal essen, langsam, eben nicht so schön langsam, immer ordentlich kauen, damit es auch klein war. Und ja, und seitdem bin ich dann hier in Behandlung, also einmal im Vierteljahr in etwa, wird zur Nachsorge dann geschaut, ob sich wieder was entwickelt hat oder wie auch immer die Schleimhäute sind und danach werde ich dann weiter behandelt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Hippokrates, Ihr SRF-Gesundheitsforum aus dem Klinikum Bad Salzungen. Heute geht es um das Thema Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich. Neben mir begrüße ich Herrn Professor Dr. Jecker. Er ist Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und plastische Kopf-Hals-Chirurgie. Herr Professor Jecker, so Krebserkrankungen wie Darmkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, das kennt man ja, aber worüber sprechen wir denn eigentlich, wenn es eben um Krebserkrankungen im Kopf-Hals-Bereich geht? Also im Kopf-Hals-Bereich kann praktisch jedes Organ bösartig entarten. Also wir kennen Tumoren der kleinen und der großen Speicheldrüsen, der Ohrspeicheldrüse, der Unterkieferspeicheldrüse. Wir kennen Tumoren der Nase, also in der Nase, der Nasennebenhöhlen. Und dann haben wir viele Patienten mit Tumoren in der Mundhöhle. Also das betrifft den Mundboden, die Zunge, die Mandeln, den Rachen und das geht dann runter bis zum Kehlkopf. Also das sind schon mal ganz viele verschiedene Tumoren. Dann behandeln wir hier noch häufig Patienten mit Tumoren der Haut im Kopf-Hals-Bereich, also äußere Nase, im Gesicht oder an den Ohrmuscheln und natürlich Patienten mit bösartigen Tumoren der Schilddrüse. Das sind zwar alles Tumoren, die seltener vorkommen als der so bekannte Darmkrebs oder Lungenkrebs oder Brustkrebs, aber in der Summe kommen da doch eine Menge Patienten zusammen, die bei uns immer behandelt werden. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, so an so einer bösartigen Erkrankung im Kopf-Hals-Bereich zu leiden? Also auch das hängt ganz entscheidend von der Lokalisation des Tumors ab. Wenn wir beispielsweise die Tumoren im Bereich des Rachens und der Mundhöhle nehmen, dann sprechen wir in Deutschland von ca. 15.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Im Kehlkopf sehen wir jährlich in Deutschland 4.000 Neuerkrankungen und bei den Tumoren der Nasennebenhöhlen und der Nase, da sind es immerhin noch 1.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Diese Tumoren treten meist jenseits des 60. Lebensjahres auf, also zwischen 60 und 65. Lebensjahr so ungefähr. Aber wir sehen eben auch immer wieder Patienten, die 40 Jahre alt sind oder jünger, die an solchen Erkrankungen leiden. Gibt es denn bestimmte Risikofaktoren für so eine Erkrankung in diesem Fachgebiet? Auch das ist ganz unterschiedlich, was für eine Art von Tumor wir vor uns haben. Also es gibt natürlich Tumoren, da gibt es gar keine Risikofaktoren, zum Beispiel die Speicheldrüsentumoren.
Dann, wenn im Mundbereich, also Zunge, Rachen, Kehlkopf, da haben wir zwei Hauptrisikofaktoren. Das ist einmal der Alkoholgenuss und das ist das Rauchen. Wir wissen, dass ein Patient, der täglich 75 Gramm Alkohol zu sich nimmt, das entspricht ungefähr 3 Flaschen Bier, dass der sein Risiko erhöht um das 15-fache gegen einen, der keinen Alkohol trinkt, also 15-fach höhere Risiko, so einen Tumor zu bekommen. Wenn ein Patient 50 Jahre lang 20 Zigaretten am Tag raucht, dann hat er ein 70-fach höheres Risiko als die Normalbevölkerung, an so einem Tumor zu erkranken. Und wenn er raucht und trinkt, ja, dann ist das überproportional hoch, das Risiko, an so einer Tumorerkrankung zu erkranken. Also, das ist ein Hauptrisikofaktor. In neueren Zeiten sind auch Virusinfektionen identifiziert worden, die dazu führen, dass man im Rachen Krebs bekommt. Das ist das Papillomavirus und wir gehen davon aus, dass ca. 40% der Neuerkrankungen auf so eine Virusinfektion zurückzuführen sind. Ähnliches wissen wir beim Nasenrachenkarzinom, also in der Nase. Da ist es aber nicht das Papillomavirus, sondern das Epstein-Barr-Virus. Dann gibt es noch ganz unspezifische Risikofaktoren wie schlechte Mundhygiene, scharfe Zähne. Es kommt dazu einem chronischen Reiz, zum Beispiel der Zunge, da kann ein Zungenkrebs entstehen. Und bei Hauttumoren, da ist das ja allgemein bekannt, dass eine vermehrte Sonneneinstrahlung dazu führt, dass solche Tumoren entstehen. Also viele, viele Risikofaktoren, manche kann man vermeiden, manche kann man nicht vermeiden. Wie bemerkt denn ein Patient überhaupt, dass er möglicherweise an so einer Erkrankung oder an so einem bösartigen Tumor in diesen genannten Bereichen leidet? Also diese Tumoren machen auch je nach der Lokalisation typische Beschwerden. Zum Beispiel ein Tumor, der in der Nase wächst, der führt dazu, dass der Patient einfach immer schlechter Luft durch die Nase bekommt und vielleicht häufiger Nasenbluten hat. Wenn er im Bereich der Mundhöhle, im Bereich der Zunge wächst, dann merkt der Patient, dass er schlechte Aussprache hat, also dass er schlechter die Worte aussprechen kann, dass er eine kloßige Sprache hat. Und wenn das im Bereich des Kehlkopfes ist, dann kann es frühzeitig zu Heiserkeit führen, dann kann es aber auch mal zu Luftnot führen im fortgeschrittenen Stadium. Bei allen Tumoren ist es so, die können auch Schmerzen verursachen, meist ausstrahlende Schmerzen. Also wenn das zum Beispiel im Hals wächst, tut einem nicht unbedingt der Hals weh, sondern es strahlt aus in die Ohren. Man hat dann Ohrenschmerzen. Also Sie sehen, auch da die Symptome können vielfältig sein. Wie gestaltet sich dann die Diagnostik bei solchen Erkrankungen? Also grundsätzlich ist es so, dass der Patient ja beim Hals-Nasen-Ohrenarzt ist. Der hat ihn endoskopiert und hat irgendwo eine Auffälligkeit der Schleimhaut gesehen. Aus dieser Schleimhaut müssen wir dann eine Probe nehmen, die an den Pathologen weitergegeben wird und der Pathologe guckt dann unter dem Mikroskop, ob es sich tatsächlich um einen Krebs handelt oder nicht. Nur der kann das definitiv sagen. Wenn so ein Gewebe in der Nase ist oder in der Mundhöhle, wo wir eine Probe nehmen müssen, dann ist das ziemlich leicht zugänglich, dann können wir das in örtlicher Betäubung machen. Wenn das aber weiter tiefer in der Nase sitzt oder unten irgendwo im Schlund oder im Kehlkopf, dann machen wir das in einer Narkose. Als nächstes müssen wir gucken, wenn sich diese Diagnose des bösartigen Tumors bestätigt hat, ob der gestreut hat. Unsere Tumoren, die metastasieren in erster Linie über das Lymphsystem. Das heißt, die erste Station sind die Lymphknoten des Halses. Die untersuchen wir mit einer Ultraschalluntersuchung. Denn Ultraschall, das weiß man heute, ist sehr sensitiv, um solche Metastasen zu erkennen, schon in der Größenordnung von Zentimeterbereich. Ja? Und als drittes muss man gucken, ob der Tumor in irgendein Organ gestreut hat. Da sind vornehmlich die Lunge und die Leber, das sind die beiden Organe, die uns interessieren. Und da machen wir eine Computertomographie. So zusammengefasst wissen wir dann zum Schluss dieser Diagnostik, was für eine Art von Tumor ist es, wie groß ist dieser Tumor, hat er in die Lymphknoten gestreut am Hals oder vielleicht in Lunge oder in Leber. Diese ganze Information geht dann ans Tumorboard. Das ist ein interdisziplinäres Tumorboard, wo verschiedene Fachrichtungen zusammensitzen. Und dann wird für den Patienten ein Plan geschmiedet, wie dieser Tumor zu behandeln ist. Und dieser Plan wird dann mit dem Patienten letztendlich besprochen, ob er das überhaupt so will. Patienten haben dann manchmal auch eigene Vorstellungen, wie sie sich behandeln lassen wollen. So, und dann geht es in die Behandlung. Genau, das ist das Stichwort. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn? Also grundsätzlich gibt es 3 Optionen der Behandlung. Das eine ist die Operation, das zweite ist die Bestrahlung und das dritte ist die Chemotherapie, wobei die Bestrahlung und die Chemotherapie oft auch miteinander verknüpft sind. Bei uns in Deutschland ist das so, wir versuchen natürlich, die Tumoren zu operieren, die auch einer Operation zugänglich sind. Denn was erstmal weggeschnitten ist, das kann nicht mehr weiter Schaden anrichten. So eine Operation kann dabei, je nach der Lage, mit dem Skalpell stattfinden oder zum Beispiel im Kehlkopf auch mit dem Laser. Dann wird der Tumor in seinen Grenzen rausgelasert.
Das heißt also, der Patient wird jetzt operiert, der Tumor wird entfernt in seinen Grenzen und der Wundverschluss wird entweder primär, wird das Ganze zugenäht oder man kann auch Lappen vom Arm in den Hals verpflanzen. Also alle solche Möglichkeiten gibt es dazu. Das Zweite ist, wenn der Patient auch Lymphknoten, Metastasen hat, wo wir davon ausgehen, dass da auch schon Tumorzellen drin sitzen, dann würden wir gleich eine Neck-Dissection mit durchführen während der Operation. Das heißt, wir würden auch den Hals mit Fettgewebe und mit Lymphknoten ausräumen und hier auch die ganzen Tumorzellen entfernen. Das ist eine Möglichkeit der Operation. Nun gibt es dummerweise Tumoren, die sind an der Schädelbasis in irgendwelche Ecken gewachsen, die kann man operativ nicht entfernen. Oder es gibt auch den Fall, dass der Patient sagt, nee, mit mir nicht, ich lasse mich nicht operieren. Ja? Das wäre dann etwas, wo man nicht die Operation favorisiert, sondern wo der Patient dann in eine primäre Bestrahlung oder in eine Radiochemotherapie geht. Und damit haben wir auch eine gute Waffe, um den Tumor letztendlich zu bekämpfen. Sie haben gerade schon etwas angedeutet, wie man sich diese Operation vorstellen kann. Können Sie noch mal genauer darauf eingehen, wie so typischerweise eine Operation abläuft? Also die Operationen werden in Vollnarkose erstmal durchgeführt. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Gerade die in der Mundhöhle und im Schlund und in der Nase werden in Vollnarkose durchgeführt. Man stellt sich dann den Tumor dar und entfernt ihn einfach in seinen Grenzen. Man muss einen gewissen Sicherheitsabstand muss man mitnehmen. Und im Kopf-Hals-Bereich ist es natürlich so, dass viele wichtige Strukturen eng beieinander liegen. Nicht? Und deshalb muss man da sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu viel kaputt macht. Aber das ist ja unser täglicher Job, den wir machen. Und das geht ganz gut. Wie gesagt, mal geht das mit dem Skalpell ganz gut oder manchmal an der Zunge oder im Kehlkopf eben auch sehr gut mit dem Laser. Ist auch wie ein Skalpell, nur das blutet dann kaum. Und was passiert nach der Operation? Also sind da irgendwelche Maßnahmen noch notwendig? Auch da ist wieder ganz entscheidend, wie ausgedehnt der Tumor gewachsen war oder aber gestreut hat. Wenn wir zum Beispiel Lymphknotenmetastasen nachgewiesen haben, dann würde der Patient nach der Operation auch noch einer Strahlentherapie zugeführt werden, um auch letzte Tumorzellen im Bereich des Halses einfach abzutöten. Wenn der Tumor klein war, wenn wir den gut in seinen Grenzen entfernen konnten, wenn wir keinen Hinweis gefunden haben, dass er irgendwo gestreut hat, dann wäre in der Regel, sage ich mal, es gibt natürlich Ausnahmen, wäre in der Regel keine Nachbehandlung notwendig. Dann würden wir den Patienten einfach nachkontrollieren. Okay, und was passiert dann, wenn die Behandlung des Tumorleidens beendet ist? Also wenn die primäre Behandlung beendet ist, des Tumorleidens, dann geht der Patient in eine Nachsorge. Diese Nachsorge dauert 5 Jahre und da stellt er sich alle 3 Monate bei uns in der Ambulanz vor, wird er klinisch untersucht, wird also endoskopiert, die Nase oder der Rachen oder der Kehlkopf, dann wird Ultraschalluntersuchung der Halsweichteile gemacht, das gehört regelmäßig zur Tumornachsorge und zusätzlich wird einmal im Jahr noch die Lunge und die Leber untersucht, um eben auszuschließen, dass dort noch es zu einer späten Metastasierung kommt. Nach 5 Jahren ist die Tumornachsorge beendet, dann gilt man in Deutschland als geheilt. Wie sollten sich denn Patienten jetzt verhalten, wenn sie eventuell irgendwelche Auffälligkeiten im Rachenbereich oder vielleicht auch möglicherweise Schwellungen am Hals feststellen? Was empfehlen Sie? Grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich auch viele gutartige Erkrankungen, die solche Probleme machen. Man muss jetzt nicht gleich in Panik verfallen. Aber wenn solche Symptome auftreten und wenn solche Symptome bleiben über einen längeren Zeitraum, ich sage jetzt mal von wenigen Wochen, dann sollte man den Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen, denn der ist der Einzige, der wirklich in die Tiefe der Nase reingucken kann oder in die Tiefe des Rachens reingucken kann mit seinen Instrumenten und dort die Schleimhaut beurteilen. Also frühzeitiger Arztbesuch ist ganz wichtig, um möglicherweise solche Erkrankungen auch frühzeitig zu erkennen, weil dann sind sie natürlich viel besser behandelbar, als wenn sie spät erkannt werden. Herr Professor Jäger, können Sie zum Abschluss unseren Zuschauern generell noch einen Rat mit auf den Weg geben? Also grundsätzlich gilt das, was wir am Anfang schon gesagt haben, Risikofaktoren meiden, gerade Rauchen und Trinken. Kostet viel Geld, bringt nichts außer Krebs, das muss man ganz klar sagen. Und das gilt ja nicht nur für unsere Tumoren, das gilt ja noch für den Lungenkrebs und was noch alles kommt. Ja. Und das Zweite ist, wenn Auffälligkeiten da sind, wirklich frühzeitig zum Arzt gehen, frühzeitig abklären lassen und dann ist der Eingriff meist gering, den man machen muss. Okay, dann ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Jäger, für die Information zum Thema Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich. Dankeschön. Gern geschehen, danke. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Und wir hoffen natürlich, wir konnten Sie umfassend aufklären. Falls noch Fragen offen geblieben sind, dann kontaktieren Sie uns einfach unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und ich hoffe natürlich auch, dass Sie bei unserem nächsten SRF-Gesundheitsforum wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.